Motorsport macht für mich aus Teamgeist, natürlich die Technik, Emotionen, das Leben an der Rennstrecke, draußen sein. Mein Name ist Tom Herzmann von der Landkraft Group. Ich bin dort im Management tätig. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit derzeit 450 Mitarbeitern. Die haben wir im kompletten Bundesgebiet auf 9 Standorte verteilt. Wir haben uns spezialisiert auf die Themen Logistik, Lagerung und Transport. Wir haben derzeit in der Landkraft Group an Sattelzugmaschinen 22 Stück, 50 Sattelzüge. Dann haben wir noch zusätzlich 2 Renntrailer, die wir dann mit zum Rennen nehmen, wobei auch nochmal 2 Zugmaschinen entfallen. Seit ca. 8 Wochen sind wir dabei, dass wir für die neue Rennsaison planen. Das werden dieses Jahr die GT Masters sein. Dort fahren wir mit einem Mercedes AMG GT3. Der hat 550 PS, fährt in ca. 3 Sekunden von 0 auf 100, ist ein V8 mit 650 Newtonmeter. Zum Team gehören ca. 20 Personen. Das geht los beim Renningenieur, das geht über den Dateningenieur weiter zu den Mechanikern. Dann haben wir natürlich noch den Reifenmann, ganz wichtige Person. Dann haben wir noch die Truckies natürlich. Oben drüber steht dann das Management, das ist der Teammanager, meine Wenigkeit. Und ganz oben drüber dann der Teamchef, Klaus Landgraf. An die Rennstrecke sind wir mit diesen Rennträgern vertreten. Der hat eine Länge von 13,60 Meter bis 4 Meter hoch. Dort ist dann alles drin, was wir so brauchen fürs Rennen. Dort haben wir quasi einen Meetingraum, wo wir dann Teammeetings veranstalten können, wo wir die Fahrer briefen können. Bevor das Rennjahr losgeht, müsste ich 1, 2, 3 Tests machen. Dann haben wir einmal den Nürburgring und natürlich auch den Hockenheimring. Ist auch von der Anfahrt her überschaubar. Ja, wir kennen die Strecke dort sehr gut und wir wissen, was da abgeht. Von daher macht es das relativ einfach. Die Arctos-Zugmaschinen sind auf dem neuesten Stand der Technik. Allein schon die Miracams sind einmalig am Markt. Und von daher haben wir natürlich uns für diese Fahrzeuge entschieden. Ich habe damals bei der Bundeswehr den LKW-Führerschein gemacht. Bin heute froh, dass ich es machen durfte. Und dadurch bin ich noch mit sehr viel Begeisterung dabei und fahre heute noch gern mal mit den Renntrainern rum, wenn es mal notwendig ist. Und kann natürlich dann die Freude der Fahrer auch nachvollziehen. Wir brauchen das Material, wir brauchen die Trailer, wir brauchen die Hospitality. Wir müssen den Rennwagen einladen und von daher geht ohne die Trucks gar nichts. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.